Neue Folge. Video. Hallo alle zusammen. Heute gibt es mal eine kleine, was heißt Extra-Folge. Und zwar geht es um die Saisonplanung 2021. Wie ihr vielleicht gesehen habt, der Driftmasters-Kalender ist da. Ja, deswegen möchte ich heute euch ein bisschen was dazu erzählen. Ihr seht, wir sitzen vor dem Nissan, der ist komplett eingestaubt. Wir haben seit dem letzten Einsatz zum, wie ihr es vielleicht gesehen habt, DJI. Da ist eine neue Drohne rausgekommen. Wir sind im Werbevideo. Da waren wir voriges Jahr noch mal in geheimer Mission unterwegs. Seitdem hat er sich eigentlich nicht mehr bewegt. Auto läuft ja soweit. Wurde voriges Jahr nur einmal gefahren. Deswegen halten sich die Arbeiten, sage ich mal, in Grenzen. Also wir werden keine großen Updates, sage ich mal, machen. An der Bremse gibt es noch ein bisschen was. Und ansonsten eigentlich nur noch mal ein paar verschiedene Setups ausprobieren, dass wir einfach besser vorbereitet in die Saison gehen. Wir haben einige Versuche oder einiges an Know-how versucht aufzunehmen über den Winter, was wir einfach mal noch in Praxis testen wollen. Aber jetzt erstmal zum Kalender. Driftmasters steht auf jeden Fall wieder auf dem Plan. Wie ihr ja wisst, die Situation zurzeit ist sehr bescheiden und wir sind erstmal froh, dass sie jetzt schon mal einen Kalender rausgebracht haben. Von ursprünglich 6 Runden sind schon nur noch 5 übrig geblieben. Wir hoffen, dass die auch bleiben, wenn es jetzt wieder wärmer wird, dass sich die ganze Situation etwas entspannt. Da geht es Ende Mai los in Österreich, wie schon 2019 in Greinbach im PS-Center. Ja, für uns ist Driftmasters eigentlich ganz gut, weil als Deutscher wohnt man relativ zentral von allen Rennen. Also das erste, wie gesagt, in Österreich. Ja, angeblich mit geändertem Streckenlayout. Wir sind sehr gespannt. Also 2019, jetzt nicht meine absolute Favorite-Strecke, aber ich denke, hat auf jeden Fall Potenzial. Die Leute dort auf jeden Fall sehr cool. Und an alle deutschen Fans, es wird dieses Jahr keine deutsche Runde geben. Also wer Bock hat, nicht so weit fahren zu müssen. Ich denke, Österreich ist eine gute Alternative, um mal dabei zu sein, wenn es die Situation zulässt. Dann geht es direkt weiter. Ich habe das Datum jetzt nicht im Kopf, Entschuldigung für die Vorbereitung. Geht es dann, ich glaube, im Juni nach Norwegen. Dort haben sie direkt eine, vor ein paar Jahren erst eine Strecke gebaut. Das erste Mal für mich, dass ich überhaupt nach Norwegen fahre oder Norwegen in Rennen. Da auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf. Wie gesagt, neue Strecke ist direkt so ein bisschen für Drift gebaut. Viele Wände, extreme Höhenunterschiede in der Strecke. Also die Bilder und Videos aus dem vorigen Jahr sehen auf jeden Fall sehr spannend aus. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Von Norwegen geht es direkt nach Polen. Zurück, nicht nach Block, leider Gottes. Das Stadion wird ja umgebaut oder abgerissen, weiß ich gar nicht genau. Es geht wieder nach Turun. Dort waren wir auch schon ein paar Mal. Ist eigentlich ein Speedway-Stadion, wo sie mit dem Motorrad quer durch den Dreck fahren. Dort werden, glaube ich, auch Weltcup-Rennen gefahren. Dort wird wieder extra für uns auf den Dreck Asphalt gelegt, damit ein extra angefertigter Driftkurs erbaut. Das war auch immer richtig fett, weil man hat Ränge. Das Stadion war immer sehr gefüllt. Die Atmosphäre da drin war richtig gut. Also auf jeden Fall auch, eigentlich sind es nur Highlights dieses Jahr. Das wird auf jeden Fall krass, weil die Polen sind auch immer krass drauf, alle Zuschauer. Und auch so, ich meine, die Serie kommt von dort, immer wieder cool. Dann geht es nach Riga. Ja, der Klassiker wie immer, freue ich mich drauf wie jedes Jahr. Die Nordschleife für alle Drifter, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall krasses Event. Angeblich wurde gemunkelt dieses Jahr wieder mit Straßenparade. Sind wir mal gespannt, das wäre natürlich wieder mega fett. Das auf jeden Fall auch wieder Anfang August, also eine Reise wert, wer ein paar Tage Urlaub machen möchte oder so. Richtig coole Stadt, richtig cooles Event. Laut Planung bisher Stadtparade wahrscheinlich oder irgendeine Parade, eine fette Afterparty. Also auf jeden Fall Riga immer geil. Und dann mit einem lachenden und einem weinenden Auge ist die finale Runde der Driftmaster-Serie in Georgien. Ja, Georgien in Tbilisi oder wie man es richtig ausspricht, in der Hauptstadt von Georgien. Dort wird direkt die Hauptstadt für ein Wochenende gesperrt im Inneren, direkt ein Stadtkurs angelegt. Also wir fahren, wie wenn wir einen Schleiz über der Ampelkreuzung driften würden. Also wird direkt in der City ein Kurs aufgebaut, die Stadt gesperrt. Riesenzeremonie, Riesenfestival, Riesen... Wird auf jeden Fall richtig krass, denke ich. Dort, wie gesagt, das Finale. Das weinende Auge, weil
Ja, es sind 3.700 Kilometer, ne, von hier. Ja, schauen wir mal, wie es bis dahin läuft. Und angeblich wird es auch direkt dort vom Sportministerium gefördert. Also es gibt da eine Unterstützung für die Reise. Wie man genau fährt, wissen wir auch noch nicht. Also wenn ihr Tipps habt und jemand schon mal auf dem Landweg oder mit dem Auto nach Georgien gefahren ist, schreibt es unten hin oder kontaktiert uns. Wir sind gespannt. Man kann entweder oben rum, da muss man ein Stück oberhalb vom Schwarzen Meer lang, da ist halt schon Russland, da weiß ich nicht, wie es mit Visum oder Durchfahren ist, das ist ja immer ein bisschen schwierig. Oder man fährt unten rum durch die ganze Türkei. Keine Ahnung, wir werden uns auf jeden Fall noch informieren, das wird auf jeden Fall eine richtig krasse Nummer, denke ich. Ich bin sehr gespannt und freue mich, also vor allem nach jetzt fast einem Jahr, die ganzen Verrückten wiederzusehen. Wird geil, hoffentlich. Und hoffentlich haben wir auch ein bisschen mehr sportlichen Erfolg dieses Jahr. Drückt auf jeden Fall die Daumen, es wird wieder Livestream geben. Neues, wie ihr voriges Jahr schon gesehen habt, das Red Bull-System mit Proximity und Punktzahl. Und der richtig krasse Livestream wird nochmal ausgebaut und wird krasser. Also egal ob online oder in Person, ich denke, es wird eine richtig krasse Serie. Das auf jeden Fall nicht verpassen. Dann haben wir uns jetzt noch, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht kennt, es gibt seit 3, 4 Jahren, 3 Jahren glaube ich, die FIA Motorsport Games soll so eine Art Olympische Spiele für Motorsport sein. Die sind Ende Oktober am Paul Ricard Ring in Frankreich. Dafür habe ich mich jetzt mal beim DMSB beworben und nachgefragt, was man erfüllen muss, ob es schon andere Anwärter gibt. Da warten wir noch auf Antwort, aber ich denke, ich hatte schon mal ein kleines Telefonat, dass es ganz gut aussieht. Da geht es jetzt nur noch um Lizenzen klären und wie gesagt, andere Anwärter. Das wäre natürlich nochmal eine Mega-Sache. Sind zwar auch 1300 Kilometer, aber eine Formel-1-Strecke und wie gesagt, immer nur jede Nation im Prinzip ein, zwei Fahrer, ein Fahrer oder ein Team. Das wäre cool, wenn ich da für Deutschland an den Start gehen könnte. Das wäre natürlich mega. Da schauen wir mal, was rauskommt. Da halten wir euch auf den Laufenden. Und ansonsten ist erstmal nicht viel geplant. Wir versuchen jetzt trotz der Situation das Auto relativ zeitnah wieder auf Wettkampfniveau zu bringen, also wie gesagt, die kleinen Änderungen noch, mal alles servicen und paar Einstellungen durchprobieren, an der Hinterachse noch was umstellen und dann hat der Willi vielleicht einen Kontakt klar gemacht, wo wir auf einem Flugplatz ein bisschen testen können, das wäre natürlich spitze. Gerade haben wir jetzt noch mal einen anderen Reifenhersteller, den ich gerne noch ein bisschen besser testen würde und paar Settings durchgehen, einfach, dass wir vorbereitet sind, wissen, wie das Auto funktioniert und dann nicht erst in Österreich erstmal gucken, so fährt er das Auto, sondern dass wir einfach vorbereitet kommen. Da hoffe ich, dass das alles klar geht. Und ansonsten denke ich, zwischendrin sind vielleicht noch ein, zwei Shows geplant. Da bin ich mir aber noch nicht ganz so sicher. Das kommt immer auf Zeit und Budget und Reifen drauf an. Da sind wir, die kennt ihr vielleicht viele, die XS Car Night macht dieses Jahr ein ganz großes Event in Wetzlar auf dem Flugplatz. Ein riesen Ding geplant, da wurden mal gefragt, ob wir mit driften möchten. Da schauen wir mal, wie es die Zeit zulässt, gerade mit Georgien und alles ist halt die Urlaubstage von der Arbeit her sehr gedehnt. Also da schauen wir mal, was noch möglich ist. Natürlich versuchen wir so viel wie möglich, auch für unsere deutschen Fans in Deutschland mal zu fahren. Da schauen wir mal, da halten wir euch auf jeden Fall auch auf den Laufenden. Und ansonsten denke ich, war es das erstmal für die Saison 21, was es zu sagen gibt. Ja, dann auf jeden Fall Daumen drücken, dass alles klappt und nicht vergessen einzuschalten. Wir halten euch auf allen Social Media Kanälen auf dem Laufenden. Es ist für jedes Rennen eigentlich geplant, so eine Videoerstattung zu machen wie voriges Jahr in Riga. Ob wir es bei jedem Rennen so intensiv machen können, schauen wir mal. Wir versuchen es natürlich für euch. Und ansonsten immer Instagram oder Facebook. Ich versuche so viele Stories wie möglich zu machen, dass ihr alles mitbekommt, auch was hinter der Szene abgeht. Wir versuchen noch unser Reisemobil etwas umzubauen, dass es bequemer zu reisen wird. Und da halten wir euch auf dem Laufenden. Erstmal bis dahin. Danke. Peace.